eigentlich habe ich ja gar keinen Bock da drauf, ne? Aber ich sag dann mal herzlich willkommen zurück. Ah, Moment. Bei Outlast 2. Wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Lust darauf. Ich entschuldige mich dafür, dass es jetzt so eine lange Pause gegeben hat einmal. Ich habe mir die letzte Folge nochmal angeguckt, wie ich da durchgelatscht bin. Habe die Klappe, glaube ich, hier gefunden. Und meine, dass hier drüben, also da, auch noch eine ist. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, welche ich zuerst aufgemacht hatte. Ob es die war oder ob es die andere war. Ich meine aber, es ist die hier gewesen. Ja, es war die hier. Da gab es nämlich hier noch zwei Batteriechen. Zwei Batteriechen und bin dann nämlich hier wie ein Bekloppter durch die Gegend gerannt und habe den Scheiß nicht gefunden. Und wie gesagt, habe in der Aufnahme dann gesehen, oh, guck mal, da ist ja noch eine Klappe und ich will hier ehrlich nicht runtergehen. Hallo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Ich will hier echt nicht weitermachen, ey. Mann. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? You said it, I said it. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Mach das auf, geh da rein. Bin ich jetzt wieder hier? Oh Gott, ey, ich hasse dieses. Ohne Witz, die Schule ist gruseliger als dieser komische Wald da. Und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder hier. Was soll denn der Mist, Mann? Lass mich hier raus. Exit, nichts wie weg. Warte mal, da waren wir ja, ne? Genau, hier ist zu. Und hier? Auch zu. Irgendwie ein Lüftungsschacht oder so, wo wir durch können. Oh, guck mal. Galgenmännchen. Jessica! Here. Jess! Hey! Quick! The day is done. Oh, God, son. Look down upon my little one. Light of light. Jessica! Can you hear me? My presence. Ich sehe mal so gar nichts. Wo renn ich denn hin? Here. Kind of dear. Quick! The day is done. Oh, God, the sun. Look down upon thy little one, light of light. Give this night and shed power. Muss ich der auch noch nachrennen? Muss ich der ernsthaft nachlaufen? Thou art my saint, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun. Look down upon. Das fehlt so ordentlich. Presence bright. I need not fear. If thou art near, thou art my savior,
kind in here. Quick. Oh God, the sun. Look down upon thy little one. O light of light, keep me this night and shed round me thy presence bright. This way, Blake. Jess, are you there? Hä? Was? Ja, guten Morgen. Alle wach? ätzend. Ja, und jetzt bin ich wieder in diesem Wald hier. Oh Gott, ey. Hauptsache aus der Schule raus. Warte mal, wo muss ich denn jetzt lang überhaupt? Wo kam ich? Wo muss ich lang? Ich glaube, hier muss ich lang. Oder? Es wird immer kranker. Echt. Es wird immer bekloppter. Otschi, Flutschi, Dutti, Marie. Oh, ein Radio ohne Batterie. Lake. Okay, get to the other side of the lake. Lake. Ach da. Ich nix wissen. Ich durchgehen Wald. Okay. I'm not putting a fucking toe in that water. There's something wrong. That lake is wrong. Ja gut, damit ist das Let's Play hier beendet. eine Holztüte. Also bestimmt wieder irgendwas was hier. Also nicht. Morgen, keiner da. Auch keiner da. Ich bin verloren. Will ich da wirklich reingehen? Die Tür ist gerade zugegangen. WTF. So, was ist das? Tür zu. Oder muss ich hier hinten raus und dann einmal irgendwie da rumzugehen? Wahrscheinlich, ne? Anders kann ich es mir nicht erkennen. Oh. Oh, 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 oh. How am I gonna get across that lake? The lake smelled like chemicals and dead things. The fuck? Wie viele Batterien haben wir eigentlich noch? Okay. Drei Stück. Wollen wir mal wieder neu angebracht, wa? Ja. Ich habe so das unbestimmte Gefühl, dass ich tatsächlich da hinten durch dieses Fenster kriechen muss. Ja. Und so viel zum Thema, mein Nachbar macht Krachen, wie ich komme nicht zum Aufnehmen.
Laden wir mal durch hier, wa? Ja, das war doch so klar. Der Herr will sich nicht schmutzig mal, nicht nass machen. Ein paar Konserven. Für den kleinen Hunger. Hier kommt doch jetzt wieder irgendwas, ey, ganz sicher. Jetzt mal ehrlich, was ist das? Tower. A radio tower or microwave relay. Civilization, maybe. For a second I was dumb enough to think I might not die. Spoiler an dieser Stelle. Du wirst sterben. Zivilisation. Also in dieser Umgebung würde ich hier nicht Zivilisation nennen. Spring einfach hier runter, dann ist es vorbei. Aber das? Kann man auch so schlecht erkennen, ne? Ja, moin. Ah! Au. Kurz gedacht, ich schaff's nicht. Oh nee. Oh Gott, hier rennen schon wieder alle weg. Ist Martha wieder in der Nähe? Da Martha. Fuck. Was sie tun, da aufnehmen. Help. Help wasn't coming. Hä? Kannst du laut sagen, Kollege? Ich glaube, du musst dir selbst helfen. Und hier irgendwie. Was ist das denn? Nee, hier kommt es natürlich nicht weiter. Oder hier hoch, oder? Hey, bin ich nicht von hier gekommen? Pastor North, ich werde vor einigen Wochen nicht von meinem Jagdausflug zurückkehren und hoffe, dass Paul dich mit diesem Brief schneller erreicht. Als ich nach den Fallen hinter dem Berg rund 7 Kilometer jenseits der Minen sah, entdeckte ich metallene Türme zwischen den höchsten Bäumen. Sie scheinen getarnt zu sein, wenn auch schlecht, mit verdächtig symmetrischen Blättern.
Ich versuche mich den Türmen zu nähern in der Hoffnung herauszufinden, was sie sind oder wer sie gebaut hat. Doch als ich mich in ihre Richtung bewegte, kamen Wachträume über mich von einer Macht, die ich noch nie gespürt habe. Ich sah Dinge, die ich nicht beschreiben kann. Da waren Flammen und Insekten, was wohl Münder waren und was Geschlechtsteile sein könnten. Okay, ich muss im Traum weit gewandert sein und konnte meinen Weg nicht zu den summenden Türmen zurückfinden. Mein Körper, oh Gott, mein Körper wies auch einige andere ungediegene Reaktionen auf, die ich aus Scham hier nicht nennen will. Vielleicht kann ich dir von diesen unter vier Augen erzählen, mein Gott, wenn ich nach Templegate zurückkehre. John. Oh, Johnny, warum hast du kein Gewissen? Oh, Johnny. Gut, gut. Anschreiben. Hier ist ja nix. Oh, doch. Eine Bandage. Raft. That could get me across. Ah, ein Floß. Und noch eine Holzhütte. Mit einer Batterie. Und damit. Mit einem Text. Mark, Aaron. Wenn ihr dies findet, kehrt sofort zu Templegate zurück und sagt Papa Noth, dass hier Schrecken und Qualen sind, die meinen Glauben an Gott prüften. Männer allein können sich denen nicht stellen. Der Feind wartet dort in der Dunkelheit. Gott rette meine Seele und deine. Ja. Ich glaube, dafür ist dann doch irgendwie zu spät. Ah, Floß. Hallo. Hallo, 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 hallo. Ah, noch eine Batterie. Wie viel habe ich denn jetzt? 4. Und 3 Bandagen. Sehr gut. Na dann. Probieren wir es doch mal. Was? Oh Gott, was ist denn das? Ach du Scheiße. So, wenn er die Kamera hält, macht er natürlich. Sind wir da schon gewesen? Und da wollen wir hier. Da wollen wir hin. Okay, also, wenn du. Ja. Ist ja überhaupt nicht gruselig mit dem Nebel hier. Nein. Ich ruder einfach weiter.
Ja, warum habe ich das gewusst? Warum? Lass mich raten. Those are signs. The apocalypse. Hope to God I'm just losing my shit. Ja, moin. Was ist da los passiert? Nein, lass mich in Ruhe! Los, geh auf dein Floß, geh auf dein Floß! Los, geh auf dein scheiß Floß! Oh, Alter! Was? Warum bewege ich mich nicht? Doch. Oh, doch. Bewege mich vorwärts. Upsi. Das sah gerade so danach aus, als wenn ich mich nicht vorwärts bewegen würde. Jetzt kommt der reißende Fluss. Der zieht uns in einen Wasserfall. Und dann die wieder. Recht? Wow. Ein Floß. Nein, nicht dagegen, nicht dagegen. Excuse for a boat. Come on. Come on. Ah, shit. Fuck. Come on. Just. Ah, shit. Ja, irgendwas verfolgt mich wieder hier natürlich. Those are the ones. They took Lynn. I'm close. I'm almost there, Lynn. Das waren sie. Cult monks are dead. Those good Christians. Because God said she had to die. The heretics, they want her to have the baby. Despite God. What will they do when there's no baby? I have to. Jesus. Lynn, I'm coming. Ich bin nur ein Ruderer. Ich rudere den ganzen Tag. Denn Rudern macht das Leben frei.
Shit! Shit, the raft! At least they'll be there. Ja, 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 da ist das Floß, da ist das Floß. Nein! Verdammt. Damn it. Ich dachte, ich könnte es mir so holen.